Er ist der frauentreuster Begleiter und vor allem der Garant für richtige Knutschlippen. Unsere Lippen haben den wohl schlimmsten Job der Welt. Täglich von früh bis spät müssen sie für uns reden, verführen, lächeln, strahlen und küssen. Für so viel Multifunktionalität braucht es schon eine Zauberwaffe. Und der sollten wir doch mittlerweile echt mal Danke sagen. Vor allem gerade zum 100. Geburtstag. Sie haben Ihren Labello immer dabei? Den habe ich immer in der Tasche. Dann brauchen wir bei Wind und Wetter, egal wie, Sommer, immer für die Lippen als Balsam. Wenn es kalt ist, dann schon mal, dass die Lippen etwas benetzt sind, ja. Ja, auch im Sommer gelegentlich, ja. Vor allem beim Radfahren, wenn die Lippen recht trocken werden. Schluss mit Hautfetzen, Rissen oder matten Mündern. Bahn frei für den perfekten Schmollmund. Und was soll man denn da bitte mehr wollen? Geschmeidige Lippen und ein schönes Glänzen. Ja, ich glaube, momentan habe ich ja spröde Lippen, aber ja, ich lege schon Wert darauf, dass ich weiche Lippen habe. Und verwendest du das ganze Jahr über? Ja, gut, jetzt im Frühling hat es noch nicht aufgehört, dass die Lippen ein wenig aufreißen. Ich denke mal, dass das im Sommer dann schon wieder aufhört. Aber wenn, dann benutze ich es das ganze Jahr, ja. Doch der Lippensanitäter soll nicht nur Gutes tun. Manche haben mit der Pflegepomade auch ganz schlimme Erfahrungen. Und Sie? Nein, ich vertrag's nicht. Was passiert dann? Ich krieg solche Lippen. Deswegen verwenden Sie das nie? Nein, nie. Und Sie nur im Winter wirklich? Wenn überhaupt im Winter, auf der anderen Seite spart sie sich ein Heidengeld, weil normalerweise Lippen aufzuplustern kostet ja richtig was und so. Auch süchtig machen soll uns der Lippenschmeichler. Böse den Mund dazu zwingen, zu schmieren und nochmals zu schmieren. Doch alles halb so wild, meint die Expertin. Es heißt ja oft, man wird abhängig von einem Labello. Eine wirkliche Abhängigkeit kann es nicht geben. Aber man gewöhnt sich an das Gefühl. Man gewöhnt sich natürlich an das Gefühl, einen eingecremten Mund zu haben. Und sobald das dann weg ist, ist wieder ein anderes Gefühl da und man bildet sich ein, man sei abhängig. Das ist es nicht. Es gibt eine gute Pflege, es gibt eine bessere Pflege, das auf jeden Fall. Je mehr Fett und je mehr Öle drin sind, desto besser ist es und desto seltener muss das ganze Produkt auch verwendet werden. Wirklich abhängig, ganz selten. Schmieren schadet also nicht und gemeinsam ist doch jedes zarte Lippenbekenntnis noch so viel schöner.